schwanger nach einer Betriebsfeier und kann man das Ganze dann als Werbungskosten absetzen? Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community. Dort kannst du aber beitreten und mitdiskutieren über Steuern, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, mittlerweile sind die ein oder anderen ja Weihnachtsfeiern schon durchs Land gezogen. Ich selbst war auch schon auf 3 Weihnachtsfeiern und Weihnachtsfeiern haben eins an sich und zwar, es wird viel Alkohol getrunken. Jetzt ist es natürlich so, dass Weihnachtsfeiern ja grundsätzlich steuerlich abgesetzt werden können. Video dazu verlinke ich euch hier oben. Das habe ich schon gemacht. Dort könnt ihr mal anschauen, wie ihr so eine Weihnachtsfeier richtig als Arbeitgeber richtig abrechnen müsst. Aber die Frage ist jetzt natürlich in diesem Video, wenn es auf einer Weihnachtsfeier zu einem Techtelmechtel zwischen Chef und Angestellten oder unter Kollegen ganz einfach dazu kommt, dass da eben mehr draus wird als nur, sag ich mal, der ein oder andere Schnaps, der da getrunken wird an dem Abend, dann stellt sich ja eigentlich die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich, wenn zum Beispiel durch dieses Verhältnis oder durch diese Affäre ganz einfach dann ein Kind entsteht. Denn es war ja theoretisch auf der Arbeit bzw. auf der Weihnachtsfeier, wo dieses Kind entstanden ist und vielleicht war ja auch, sag ich mal, von dem einen oder anderen die ein oder andere Absicht mit dabei, da sagen wir mal, eine bessere Stellung im Unternehmen zu bekommen. Da würde es ja dann theoretisch schon für die Werbungskosten sprechen. Denn Werbungskosten bedeutet ja alles, was entweder zum Erhalt, zur Sicherung oder zum Erwerb einer Tätigkeit ganz einfach herangezogen werden kann im Rahmen der Überschusseinkünfte. Aber so einfach ist das nicht. Denn grundsätzlich ist es so, sollten während einer Schwangerschaft ganz einfach Kosten entstehen, dann werden die meistens von der Krankenkasse gedeckt. Wenn nicht, dann sind diese als außergewöhnliche Belastung absetzbar. Was dann auch bedeutet, natürlich nur erst, wenn du die zumutbare Belastung bestreitest, könntest du entstehende Kosten, sagen wir mal Medikamente, Vitaminpräparate und ähnliches, wenn diese nicht von der Krankenkasse getragen werden, von der Steuer als außergewöhnliche Belastungen absetzen. Ja, aber hier ist dann auch schon das nächste Problem, dass es sich hierbei lediglich um die Krankheitskosten handelt. Kosten, die dann dir entstehen, sage ich mal, durch Windeln, durch Kleidung und ähnliches, das wäre dann nicht als außergewöhnliche Belastung, als außergewöhnliche Belastungen sowieso nicht, aber auch nicht als Werbungskosten nach § 9 des Einkommensteuergesetzes absetzbar. Denn hier gibt es den § 12 des Einkommensteuergesetzes, welcher auf die private Lebensführung verweist. Es war eine private Entscheidung, sage ich mal, diese Entscheidung zu treffen, um mit deinem Kollegen, mit deiner Kollegin oder irgendwas eine Affäre einzugehen und dass dann ein Kind dabei herausgekommen ist, das ist natürlich dann auch Teil der privaten Lebensführung und hat nichts mit den Einkünften, also nicht selbstständiger Arbeit zum Beispiel, zu tun. Das heißt also, diese Kosten sind nicht als Werbungskosten absetzbar, auch wenn du es zum Erhalt oder zum Erwerb einer Tätigkeit getan hast, dass du dieses Kind in die Welt setzt, sage ich mal so. Denn es gibt ja auch lustigerweise dieses Jahr einen Fall, und zwar ein Fall aus der Stadt oder Gemeinde Möckmühl. Dort hat eine Frau ein Gewerbe angemeldet, und zwar eine Gewerbeanmeldung ausgefüllt zur Aufzucht von Säugetieren. Sie wollte in diesem Umfang ihre ganzen die Kosten für ihre Kinder, also sprich Lebensmittel, natürlich auch Kleidung, Windeln, alles Mögliche, dann von der Steuer absetzen und dann hier natürlich Verlustvorträge geltend machen. Das war zumindest der Gedanke dahinter. Aufgeflogen ist das Ganze natürlich zum einen, weil das Umweltamt natürlich nachschauen wollte, Veterinäramt und so weiter schauen wollte, wie ist denn eigentlich die Haltung dieser Säugetiere. Und dann ist man eben drauf gekommen, dass es sich hierbei lediglich um die Kinder der Frau gehandelt hat. Und da war natürlich auch klar, die ganzen Kosten, Betriebsausgaben oder Werbungskosten, die dort entstanden wären, hätte das Finanzamt auch abweisen können im Rahmen des § 12 ISTG. Also als Fazit kann man hier sagen, auch wenn du schwanger wirst nach einer Weihnachtsfeier, dann kannst du das nicht als Werbungskosten absetzen, denn das gehört zur privaten Lebensführung. Willst du in Zukunft keine weiteren Videos mehr von Steuern mit Kopf verpassen, dann lass ein Abo da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.